Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind an einer Straßenbahnhaltestelle und hören, wie sich 2 Jugendliche über ihre Geschwister unterhalten. Servus Eva, fährst du auch in die Stadt? Servus Ben. Ja, ich treffe mich mit einer Freundin. Wir wollen einkaufen gehen. Und du? Ich gehe mit einem Freund vom Basketball ins Kino. Ey, das ist ja echt ein cooles T-Shirt. Ja, das hat mir meine Schwester aus Wien mitgebracht. Was macht denn deine Schwester in Wien? Die studiert doch da. Zahnmedizin. Und dann wohnt die jetzt in Wien? Wie soll sie denn sonst studieren? Und sie kommt nur ganz selten nach Hause. In den Semesterferien, an Ostern, an Weihnachten und dann vielleicht noch einmal jeden Monat fürs Wochenende. Das finde ich viel zu wenig. Aber Mensch, du hast doch Glück. Wieso? Weil du deine große Schwester endlich los bist. Keiner mehr, der dir immer sagt, mach dies, mach das. Keiner mehr, der im Fernsehen immer nur seine Lieblingssendungen sehen will. Nein. So war meine Schwester nie. Wir haben uns immer gut verstanden. Und jetzt fehlt sie mir. Wir haben viel zusammen gemacht. Ich habe auch manchmal bei ihr im Zimmer geschlafen. Dann haben wir immer noch ganz lange geredet. Ach so. Du hast dein eigenes Zimmer. Ich nicht. Ich muss mein Zimmer mit meinem Bruder teilen. Und der räumt nie auf. Wir streiten uns dauernd. Und das ist wirklich nicht schön. Und wenn er morgens um 5:30 aufsteht, macht er immer einen furchtbaren Lärm. Dann werde ich auch wach. Obwohl ich noch eine Stunde schlafen könnte. Warum muss denn dein Bruder schon um 5:30 aufstehen? Er macht eine Lehre in Innsbruck. Da braucht er morgens eine Stunde, bis er da ist. Und was lernt dein Bruder? Mechatroniker. Bei einem Betrieb, der Autos und Motorräder herstellt. Aber meinem Bruder machen die Motorräder mehr Spaß als die Autos. Und über Motorräder weiß er gut Bescheid. Woher weißt du das denn? Er hat schon von unheimlich vielen Freunden und Bekannten die Motorräder repariert. Das kann er echt gut. Das ist ja toll. Ja, und das Auto von Papa hat er auch repariert. Und mein Fahrrad auch. In unserer Garage hat er sich eine ganze Werkstatt eingerichtet und verdient sich dadurch ein bisschen Geld dazu. Jetzt in der Lehre kriegt er ja noch nicht viel Lohn. Und was macht dein Papa jetzt mit seinem Auto? Er parkt auf der Straße. Das findet er nicht so toll. Aber dafür repariert ihm mein Bruder das Auto umsonst.